Liebe Zuschauer, seien Sie sehr herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Und an dieser Stelle vielen Dank für all Ihre Zuschriften auch wieder für diese Sendung. Und heute habe ich nochmal eine rausgesucht und vielleicht muss dieses Thema fast gebetsmühlenartig immer wieder auch wiederholt werden, weil Susanne ist 47 Jahre alt und sie schrieb mir aus Deutschland, am 2. November war der Tag des Vitamin Ds und ich las, dass 60% der Bevölkerung immer noch unterversorgt sind. Könnten Sie noch einmal Wert auf die Dinge legen und die wichtige Bedeutung dieses Vitamins erklären? Ich will das gerne tun und manchmal denke ich, es muss doch in der Verantwortung eines jeden Menschen liegen, aber es muss doch auch in der Verantwortung eines jeden Kollegen liegen, zweimal im Jahr um die Versorgung von den Menschen um Vitamin D zu wissen. Es ist kein Vitamin, sondern es ist eins der nicht lebenswichtigsten Hormone, sondern überlebenswichtigsten. Auch wenn die Kassen vielleicht gar nicht diesen kleinen Beitrag dafür übernehmen, da fängt Fürsorge an. Für sich zu wissen, wie ist mein Vitamin D-Spiegel? Es ist Oktober und ich gehe in den Winter. Wie viel brauche ich? Weil mein Körper hat diese Speicher nicht auffallen können. Vitamin D als Hormon ist der Schlüssel zur Gesundheit. Wir erleben im Moment eine Zeit, in der wir nach außen mit einer Sorge arbeiten, dass wir willkürlich angreifbar sind, wir Menschen. Aber das ist nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Darüber entscheidet auch Vitamin D. Und in der Evolution über Jahrmillionen hat unser Körper nur die Fähigkeit, alle Prozesse am Laufen zu haben, wenn er mit genug Vitamin D versorgt ist. Und weil es so bedeutungsvoll ist, ist er eigentlich gar nicht darauf angewiesen, dass Sie es zuführen, sondern er produziert es selber, wenn Sie genug draußen im Licht sind. Und wissen Sie, was der Ausgangsstoff des Vitamin Ds ist? Unser Cholesterin. Und dieses Provitamin oder dieses Provitamin D entsteht erst daraus, wenn wir die Haut bestrahlen. Das nennt man die Keratozyten, diese Hautzellen. Und dieses Provitamin, was dort gebildet wird aus Cholesterol von der Leber, das wird aktiviert durch das Licht. Und früher waren die Menschen 8 Stunden draußen. Sie haben draußen gearbeitet. Sie waren nicht in diesen lichtarmen Großraumbüros. Sie waren nicht in großen Kaufhäusern 8 Stunden. Sie waren nicht wie die Kinder so lange in den Schulen, in den Kindergärten. Sie lebten mit der Natur draußen. Und dieses UV-Licht ist in der Lage, dieses Provitamin D umzuwandeln. Mittels eines Enzyms, das aus der Leber kommt, das ist das Zytochrom P450. Und das vollzieht dort die Entwicklung zu einem 25-OH-Hydroxyvitamin D. Das ist immer noch inaktiv. Die Leber oder die Niere hilft es jetzt ins aktive 1,2-Dihydroxycholcalciphenol, so heißt es, umzuwandeln. Aber diesen Syntheseschritt, den müssen wir dem Organismus gewähren. Sonst kann er für uns diesen Prozess nicht vollziehen. Und das ist eins unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir dafür Sorge tragen. Und das wird immer noch bis heute nicht ernst genommen. Und Sie schreiben, Susanne, es sind ca. 60% der Bevölkerung unterversorgt. Ich wage fast zu behaupten, dass es mehr sind. Denn auch die Spiegel, die wir aufbauen müssen,
sind relativ recht groß. Man sagt in Nanogramm ungefähr 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Und das sind in Millimol ungefähr 80 bis 150. Das ist ziemlich eng gefasst, wenn man sagt, der Spiegel um 40 ist ausreichend oder um 100. Bitte versuchen Sie immer hier an Höchstgrenzen zu kommen. Aber warum ist es alles so wichtig? Und warum ist Vitamin D als Vitamin kein Vitamin? Es ist ein Hormon, so klassifizieren wir es. Und dieses Hormon reguliert. Und dieses Hormon entscheidet, welche Prozesse sich in unserem Körper und in jeder einzelnen Zelle vollziehen können. Und das ist wichtig zu verstehen. Und das ist wichtig auch für Sie, wenn Sie zu den 60-70% der Menschen gehören. Und heute noch sehe ich oft mumifiziert Menschen und die strahlen für mich eine Ängstlichkeit aus. Sie wollen sich schützen, aber sie wollen sich schützen vor anderen Menschen, indem sie sich das Gesicht vermumifizieren. Das ist nicht gerechtfertigt. Es ist nicht möglich, eine virale Reinfektion oder Aktivierung oder überhaupt eine virale Infektion wirklich auszubilden, wenn mein Vitamin D hoch ist. Hunderttausende von Immunreaktionen werden dadurch gesteuert und abrufbar gemacht. Aber es ist heute immer noch irgendwo so ein Stiefkind in der Medizin. Und das ist etwas, was ich in dieser Sendung nochmal für jeden Einzelnen deutlich machen möchte. Auch meine eigene Selbstverantwortung. Und es muss Ihnen auffallen, wenn der Doktor im Oktober, wenn Sie zu ihm gehen, nicht das Vitamin D prüft. Weil das hat er das ganze Jahr noch nicht geprüft. Aber jetzt muss er für Sie das prüfen. Weil Ihnen ist es wichtig, gestärkt in den Winter zu gehen. Vitamin D ist auch wichtig, weil es ein kalziumbindendes Protein im Dünndarm provoziert, stimuliert. Und es ist wichtig, dass das Kalzium dadurch auch überhaupt aufgenommen wird. Kalzium hat die Natur ebenfalls über Jahrmillionen Jahre einen festen Platz in unserem Körper gegeben. Kalzium benötigen wir für unseren Knochenstoffwechsel, für unseren Knorpel, für unsere Haare, für unser Bindegewebe, aber auch für die Nervenübertragung. Jede Zelle kann nicht kommunizieren, wenn nicht Kalzium auch vorrätig ist. Und diese Rückresorption von Kalzium auch in der Niere, dass Kalzium nicht ohne weiteres ausgeschieden wird, sondern immer wieder auch zurückgewonnen wird, das wird abgetastet durch das Parathormon. Das ist ein Nebenschilddrüsenhormon. So diffizil ist unser Organismus. Das ist so wichtig, dass Vitamin D diese Prozesse lenkt und steuert. Das heißt, wenn ich jetzt kaum Vitamin D zu mir führe und wenn Sie jetzt zum Beispiel in Nanomol pro Liter, wo der Normwert 70, 80 bis 150 bis 170 ist und mir ein Vitamin D zeigen von 24, dann hat das immense Folgen für den Organismus. Das ist genauso, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, Mittelalter Krieg. Und in diesem Krieg gehen die Männer in den Krieg, indem sie sich mumifizieren mit Schild und Schwert und nur die Augen gucken noch raus. Aber sie sind, der gesamte Körper ist geschützt. Mit einem Vitamin D von 24 gehen sie durch das Kriegsheer vielleicht noch in der Badehose und sind absolut nicht geschützt. Und spielen Sie bitte nicht mit dem Feuer. Wir haben eine sehr, sehr angespannte Zeit. Und diese angespannte Zeit geht unglaublich auf unsere Regulationskraft. Die Immunität, die nicht bereitsteht, indem sie gar nicht abgerufen wird durch einen Mangel an Vitamin D, wird zusätzlich noch gebremst durch den Fokus des Stresses und der Angst, die wir vor etwas haben. Anstatt zu sagen, was macht mir Angst
Und was kann ich denn tun, dass ich hier durch diese Phase meines Lebens gestärkt durchkomme? Denn es ist ja nur ein Bruchteil dessen, der wirklich schwere infektiöse Erkrankungen mobilisiert. Und da muss man hinterfragen, was stimmt da nicht? Auf keinen Fall ist es ein Mikroorganismus, der vielleicht jetzt mich in einer Situation trifft, der mir bewusst schaden will, sondern meine Abwehr reguliert nicht mehr. Und deshalb betone ich das so, einen Abrufen von T-Zellen, von B-Zellen, das sind Lymphozyten, die sich darum kümmern, sofort zu erkennen und den Feind auszuschalten, ist Vitamin D abhängig. Vitamin D ist abhängig davon, dass die Osteoblasten dann, das sind die Knochenaufbauzellen, dass die stimuliert werden, dass ich stark bleibe, dass ich ein starkes Knochengerüst habe. Und wir können 25 Mal darüber nachdenken, wie behandle ich eine Osteoporose. Diese heutigen Hilfsangebote sind gut, sie sind nicht sehr gut, sie sind vielleicht gut, aber sie verbirgen Gefahren in sich. Viel besser ist es, frühzeitig zu erkennen, dass ich persönlich als Mensch auch Fürsorge dafür walten lassen kann, dass meine Knochengesundheit gesund bleibt. Und dieser Abbau- und Aufbauprozess in einem Knochen, der durch Vitamin D reguliert und gesteuert wird, natürlich auch Vitamin K2, aber dass das Dinge sind, die habe ich persönlich für mich im Blick. Und ich bitte Sie, diese Verantwortung für sich zu tragen. Und wenn es knapp ist mit dem Geld, und wenn es knapp ist, in Deutschland hat man ja viel sogenannte IGEL-Leistungen, das ist zusätzlich, das muss Ihnen wichtig sein. Das muss Ihnen wichtiger sein, als zu sagen, ich mache jeden Monat meinen Kosmetiktermin oder auch den Friseur. Wenn es dann da nicht mehr reicht, dann müssen Sie Prioritäten setzen und Ihr Vitamin D kennen. Dann gehen Sie weitsichtig ganz, ganz vielen Dingen aus dem Wege. Und das wissen wir. Es gibt eindeutige Studien, dass gerade Tumorarten wie Prostata, Kolon, aber vor allen Dingen auch Mammakarzinom, Brustkrebs, 30% weniger Entwicklung zu diesen Tumorereignissen, wenn Vitamin D oben wäre, weil Vitamin D gibt den Startschuss für die natürlichen Killerzellen. Und die natürlichen Killerzellen sind die achtsam sind, die aufräumen, die eine sich entwickelnde Tumorzelle sofort erkennen. Aber wenn ich Vitamin D als Polizei durch den Körper rennt und all diese Stimulationseffekte vollziehen kann, dann wird es nicht gelingen. Und das ist alles kein Schicksal, das ist alles kein Zufall. Das ist alles die Summation von einer nicht mehr aktiv bleibenden Abwehr. Und da ist Vitamin D gefordert und gefragt. Und es war sicher in der Evolution vielleicht nicht das ganz große Problem. Und ganz sicher hat allein das nicht ausgereicht, um große und schwere auch Infektionen in den Griff zu bekommen. Man hatte ja früher noch keine Antibiotika, all die Dinge. Aber das Leben hat sich in der Evolution daran gebunden, dass diese ständige Stimulation und dieses Nachrüsten von Vitamin D immer wieder der Körper leisten muss. Und auch aus dem Aspekt, dass er vielleicht bei einem Vitamin D-Mangel jetzt mehr Cholesterin benötigt, das ist der Baustoff, versuchen Sie das zu verstehen und ein erhöhtes Cholesterin, da müssen alle Glocken läuten, halt, was ist mit meinem Vitamin D? Können wir das auch gleich untersuchen, bevor wir es vielleicht doch jetzt senken sollten, aber das sollten wir vielleicht nicht, weil vielleicht zieht sich der Körper zurück mit dem zu viel Cholesterin und das tut er, wenn er weiß, auf der Ebene herrscht wieder Gleichgewicht. Also das sind wichtige Dinge, die man ganz sicher auch wissen muss, immunkompetente Zellen und die Makrophagen, T-Zellen, B-Zellen, das habe ich bereits schon erwähnt. Und die haben so hohe, auch man nennt das Vitamin D-Rezeptoren. Rezeptoren sind immer so,
das Schloss, wo der Schlüssel eingreifen muss, um den nächsten biochemischen Weg zu ebnen, zu öffnen, zu signalisieren und dann natürlich ihn auch in seiner Aufgabenstellung auszulösen. Wir wissen heute, dass Vitamin D auch eine große Wirkung auf die Suppression. Suppression heißt die Regulationskraft von Tumorzellen, dass diese sich nicht weiterentwickeln können. Und geben Sie diesen Schlüssel in der Zukunft nie mehr aus der Hand und seien Sie achtsam, wenn diese Dinge sich für Sie noch nicht als ganz normale Normalität etabliert haben. Es gibt Phasen im Leben, wo wir natürlich auch unter einer geringeren Lichteinfluss leben. Das heißt, wir sagen, dass alle Länder, die nördlich von Rom liegen, das eigentlich durch den Stand der Sonne auch exponentiell nicht mehr schaffen, diese Reserven für den Winter zu füllen. Wir haben heute Lebensbedingungen, die uns in Gebäuden fixieren. Das reicht nicht aus, wenn ich dann vielleicht mal ganz kurz über die Mittagspause, wenn ich überhaupt rausgehe, dann vielleicht nur mein Gesicht und ein bisschen die Oberarme hochziehe. Das heißt, wer immer die Chance hat, über Mittag viel mehr in den Sommermonaten bestrahlen zu können, der sollte das wirklich nutzen. Und nicht immer gleich und sofort, wenn Sie im Urlaub sind, einen Sonnenschutzblocker auftragen. Auf keinen Fall, wenn Sie auch Sonne tolerieren können. Es geht überhaupt nicht darum, jetzt stundenlang in der Sonne zu liegen. Aber es geht darum, einfach auch mal großflächig Sonne zu tanken und vielleicht im Urlaub nicht gerade in der Mittagszeit von 11 bis 1, sondern die Morgenstunden nutzen, die Nachmittagsstunden nutzen, aber dann vielleicht einfach nur mal 20 Minuten oder eine Stunde. Aber das kurbelt eine Vitamin-D-Synthese an, die ist exponentiell. Und solche Dinge sollten Sie wirklich nutzen. Lassen Sie bitte auch, wenn Sie feststellen, dass Vitamin D eigentlich in der Vergangenheit in keinster Weise immer wieder in Ihrem Fokus war, auch Calcium messen. Sie können Calcium im Urin messen, das kann man mal als 24 Stunden Urin messen. Sie können Calcium aber auch im Blut messen. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, Darmerkrankungen, Bauchspeicheldrüsen- und Lebererkrankungen, die manchmal auch die Resorption von Calcium erschweren. Und der Gegenspieler ist das Magnesium. Das heißt, wenn es im Magnesiumstoffwechsel Probleme gibt, wird auch Calcium gebraucht zur Pufferung. Beide ergänzen sich. Das heißt, beide haben lebenswichtige Aufgaben in der Pufferung des Blutes und wenn die Dinge nicht zur Verfügung stehen, dann muss Calcium auch aus dem Knochen bedient werden und muss gelöst werden. Der Körper sucht über das Parathormon oder versucht über das Parathormon der Nebenschilddrüse immer irgendwo am Tag ein stabiles Milieu für sie auch im Gleichgewicht zu haben. Es gibt Medikamente wie zum Beispiel Menschen mit Epilepsie, Antiepileptika, die auf den Vitamin-D-Stoffwechsel Einwirkungen haben. Es wird also ein Enzymkomplex diesbezüglich beeinflusst, der den Vitamin-D-Abbau forciert. Auch das muss man wissen und mit dem Neurologen bitte in jedem Fall, wer ein solches Medikament einnimmt, dann auch besprechen. Es gibt Zeiten, wo man einen sehr hohen Bedarf hat auch an den Dingen, weil es ist zum Beispiel die Schwangerschaft, es sind Wachstumsphasen unserer Kinder, auch unsere kleinen Kinder benötigen Vitamin D. Und es ist kein guter Gedanke Ihnen, wenn Sie mit den Kindern am Strand sind, als erstes sie erstmal von Kopf bis Fuß mit einem Sonnenblocker einzucremen, weil die natürlich auch in sich belastet sind, vor allen Dingen viele Konservierungsstoffe, aber auch Aluminium. Und ziehen Sie den Kindern eigentlich ein Mützchen über, dass das Gesicht schön von der Sonne dann geschützt ist oder einfach ein kleines Blüschen, aber nicht in jedem Falle für sich selbst oder auch für die Kinder diese Sonnenblocker
wie Creme alle paar Stunden auftragen. Die Aktivierung von Vitamin D wird eingestellt bis zu fast 100%. Und damit erreichen Sie in einem Sommerurlaub natürlich sehr wenig, dass Sie sich Reserven für den Winter schaffen. Man sagt, die Kinder, wenn sie klein sind, als im Lebensjahr, so ungefähr bei, wenn sie dann so schon in die Schule gehen, 12 bis 15 Kilogramm, mindestens 1000 bis 2000 Einheiten bekommen, in der Schwangerschaft immer 4000 Einheiten. Ich arbeite nie unter 4 bis 5000 Einheiten, wie ich Menschen Otto Normalverbraucher, also Otto und Ottilie, die brauchen im Sommer schon auch 1000 Einheiten und im Winter dann 5. Manchmal gebe ich 10.000, um einfach erst einmal wieder in ein Gleichgewicht zu kommen und bitte, dass das nochmal in 8 Wochen gemessen wird. Das ist wichtig. Vitamin D ist eng gekoppelt mit der Nebenschilddrüse. Vitamin DE hat eine Schlüsselfunktion im Calciumphosphatstoffwechsel. Es bindet sich auch an die Bereitschaft vom Vitamin K2. Das ist wichtig zu wissen. Sie haben K2, Vitamin K2 vor allen Dingen im Avocado, im Eigelb, aber auch im Fleisch und in der Milch. Das bedeutet, dass das Calcium dann sehr gut auch in den Knochen gut eingebaut werden darf und kann. Ja, liebe Zuschauer, das war nochmal meine große Bitte. Anlass war diese E-Mail zum Tag des Vitamin Ds. Ich würde wünschen, dass wir morgen eine Statistik beobachten, die ziemlich nach oben geht, dass 100% der Menschen in der Fürsorgepflicht aller um diese Dinge weiß, um sehr stabilisiert und gesundheitlich stark auch jede schwierige Episode im Leben gut zu meistern. In diesem Sinne erwarte ich Ihre Zuschriften so gerne an visite@qs24.tv und freue mich schon heute auf die kommende Sendung mit Ihnen. Auf Wiedersehen.